Das ist wirklich nicht gut. Das Grundwasser geht zur Neige. Das sagt eine neue Studie. Demnach sinken durch lange Dürreperioden wie hier in Europa im letzten Sommer die Grundwasserspiegel unwiederbringlich. Die nächste absolute Katastrophe. Und die Politik versagt. Die selbstgesteckten Klimaziele werden in Deutschland verfehlt. Danke, liebe Politik. Ihr habt wirklich versagt. Aber danke an alle jungen Menschen, die freitags auf die Straße gehen und sich das nicht gefallen lassen. Klick zum Science Fiction. Wir unterstützen jede Aktion gegen den Klimawandel. Macht mit. Eure Kinder werden euch fragen, was ihr dagegen getan habt. Herzlich willkommen. Wir haben es geschafft. Damals, als ich zur Schule gegangen bin, haben wir gestreikt. 4 Wochen lang, die ganze Schule. Und wir haben es geschafft. Damals ging es um die langsame Vergiftung der ganzen Schule und unsere Direktorin ließ es zu. Konkret, in der ganzen Schule waren formaldehydhaltige Deckenplatten verbaut worden. Die Folgen: Nasenbluten, Kopfschmerzen und mögliche Langzeitschäden, wie zum Beispiel durch Krebs. Ich selber hatte immer Kopfschmerzen und ein sehr seltsames, trockenes Nasenbluten. Im Büro der Direktorin waren die Deckenplatten allerdings ausgebohrt worden. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber für uns Schüler war es einfach nicht gut, in dieser Schule zu sein. Also haben wir gehandelt und gestreikt. 4 Wochen lang. Und danach hat der damalige Kölner Oberstadtdirektor endlich gehandelt und die Platten ausbauen lassen. Wir hatten gewonnen. Und ehrlich gesagt habe ich dabei mehr gelernt als während des Unterrichts. Und es ist wieder Zeit dafür. Unsere Gesellschaft lebt auf Kosten der jungen Generation und das ist wirklich beschämend. Die neueste Hiobsbotschaft: Der Grundwasserspiegel sinkt unaufhaltsam. Eine Studie einer internationalen Forschungsgruppe kommt zu einem ernüchternden Ergebnis. Weltweit werden sich die Hälfte der Grundwasserreservoirs nicht mehr auffüllen. Es wird einfach mehr Wasser verbraucht, als nachfließt. Im Iran hat sich das letztes Jahr durch dramatischen Wassermangel gezeigt, der schließlich zu lokalen Volksaufständen geführt hatte. Im Iran sind 97% des Landes von anhaltender Trockenheit damals betroffen gewesen. In mehreren Städten gab es einfach kein Trinkwasser mehr. Die Bevölkerung protestierte dagegen. Es sollen bei Auseinandersetzungen mit der Polizei Demonstranten erschossen worden sein. Angeblich sei ein Rohrbruch schuld. Doch der Iran leidet unter einem Fehler im System, hervorgerufen durch den Klimawandel. Die Temperaturen stiegen hier bereits doppelt so stark wie im Durchschnitt auf der Erde um bis zu 2 Grad. Der Wasserverbrauch ist dabei immens. Die Vereinten Nationen empfehlen, 20% der Wassermenge zu verbrauchen, die durch Regen wieder aufgefüllt wird. Im Iran sind es, Achtung, 110%. Dem Land geht einfach das Wasser aus. Es wird wohl nicht mehr vermeidbar sein, dass 12 von 31 Provinzen in naher Zukunft unbewohnbar werden. Die Folgen: Durst, Hunger, Revolten und damit die Instabilität der ganzen Region. Flucht nach Europa und selbst Regen und selbst hier in Europa hilft da oft nicht mehr, wenn er in Sturzfluten auf uns niederprasselt. Das Wasser landet dann nicht mehr in den Grundwasserreservoiren, sondern fließt einfach ab. 2016 war der trockenste Sommer seit 1963 und 2018 der heißeste Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1881 in Deutschland. Und wir werden von diesen Entwicklungen nicht verschont. Das Forschungsteam wertete jetzt Grundwasserdaten aus und es stieß auf eine Zeitbombe. In den kommenden 100 Jahren werden die Hälfte aller Grundwasservorkommen nicht mehr aufgefüllt. Wir müssen etwas tun und deshalb erstmal Respekt an jede und jeden, der freitags streikt und auf die Straße geht. Jeder sollte alles tun, was in seiner Macht steht, um etwas zu verändern. Deshalb macht weiter und ich werde euch von hier aus unterstützen. Ein Riesenproblem ist ja auch der weltweite Plastikabfall. Helft mir bitte dabei, dagegen etwas zu tun und folgt und verbreitet den Instagram-Account Get Rid of Plastics, werdet Plastik los auf Deutsch. Dafür unbedingt hier draufklicken und bitte draufklicken. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.